Hallo Leute und herzlich willkommen. Alter, alter, alter. Es ist was Unfassbares passiert. Wir sind gerade, das ist unser Bus, ihr seht es, wir sind mitten auf der Straße und waren gerade so alle am Schlafen. Und dann plötzlich kommt Sarah so rein, alter, alter, wacht auf. Es ist was Krasses passiert und wir so, hä, was geht, was geht? Und ich zeige euch das mal. Das ist unser Bus und wir haben ja drei Busse. Und an jedem Bus ist so ein weißer Anhänger, wie ihr gerade gesehen habt, dran, wo Merchandise, wo Technik, wo halt wichtige Sachen auf jeden Fall drin sind. Und jetzt sind wir in der Kolonne gefahren und bei einem der Busse ist in der Fahrt dieses Ding abgegangen, Alter. Das ist einfach abgekoppelt und ist weg. Der Busfahrer hat das selber nicht gecheckt, das ist einfach verloren gegangen. Mitten auf der Fahrt, Alter. Und wir müssen jetzt hier Not halten. Wir stehen jetzt mit drei Bussen. Zwei, die noch einen Anhänger haben und einer, der keinen hat. Und jetzt weiß keiner, wo das Teil ist, Alter. Das ist irgendwo verloren gegangen. Und hier sehen wir Journalistin Melina Sophie. Außenreporterin. Geh weg! Oh Mann. Ja, was machen wir denn? Ey, warten, bis wir diesen scheiß Anhänger wiederfinden. Wo ist der einfach weg? Der ist einfach abgefallen und niemand weiß. Kann man sowas nicht merken? Ja. Wirklich, ich kann man nicht merken, dass man einen Anhänger hat. Das ist so, als ob du als Mensch, da bist einfach dein Bein ab plötzlich. Und du läufst so dann. Ich dachte, okay. Ey, ich wollte genau dasselbe machen, du Hurensohn. Du Hurensohn, sagst du. Und ich mal noch ein Herz für dich. Geil, schön. Aber jetzt geht's mir besser, weil es aufregt. Es wird noch schlechter. Du bist noch. Alter Leute, ey, es wird immer krasser. Ich wollte das Video gerade schon beenden und dann haben wir von Anton ein Video bekommen. Die haben dieses Teil jetzt gefunden und ich zeige euch das mal. Hier ist der Anhänger. Wir haben ihn gefunden, Leute. Warte. Der hat hier einfach alles mitgenommen. Das Teil ist während der Fahrt abgegangen und guck mal, diese Furchen und so auf dem Boden, das ist einfach gegen die Mauer geknallt. Jetzt hat Eugen gerade gesagt, da ist jetzt Polizei schon gerufen, die müssen alles absperren und so da, weil das halt zerstört ist. Was geht? Wie kann sowas passieren, Mann? Wie kann das nicht... Gibt es da kein technisches Warnsignal, was anzeigt, dass das Teil ab ist? Unglaublich. Ich gehe jetzt mal wieder back in den Bus. Leute, auf jeden Fall, wenn sich was Neues ergibt, ihr erfahrt es bei uns. Wir werden es direkt wieder filmen. Krass, krass, krass. Das war das Ende dieses Videos hier erstmal. Macht's gut.